Es ist ein normaler Stromverteiler, haben da Leute gesagt. Dieses Tesla-Patent von 1888, was da jetzt offiziell in die Industrie implementiert wurde, von Amerika aus, ist natürlich eines der ersten Patente von Nikola Tesla. Und was das so richtig kann, bekomme auch ich jetzt erst richtig mit. Alles hat irgendwie seine Zeit. Und schon müssen wir reinhauen, aus aktuellem Anlass, da bin ich neulich durch Zufall drüber gestolpert. Ich habe ein Bild gesucht vom alten Siemens-Werk, weil in der Mattflat-Gruppe da ein Foto gepostet wurde und ich gedacht habe, Mensch, das kennst du doch, da hast du doch gearbeitet. Und bei der Recherche nach den alten Fotos vom Siemens-Werk in Berlin bin ich auf diesen Zeitungsartikel gestoßen vom letzten Jahr. Den Marita ist, glaube ich, eine Frau, ne? Marie, den eine Marie geschrieben hat. Da habe ich gedacht, ich lese nicht richtig. Als erstes Wechselstromkraftwerk der Welt ist angeblich in Berlin bei Schönheide da was ans Netz gegangen. Und im Weiteren steht hier, dass, ihr könnt es ja lesen, dass nämlich ein gewisser Michael, wo ist er? Genau, die ersten funktionierenden Systeme für verlustarme Fernübertragung von Strom, also ihr Drehstrom und Wechselstrom, Emil Rathenaus, Chefkonstrukteur Michael Doliro Dobrowolski. Noch nie gehört den Typen. Daher krass, jetzt ist der hier angeblich für die Erfindung vom Wechselstrom verantwortlich. Hm? Der Carsten hat dann gleich mal ein bisschen geguckt auf Wikipedia, ob das so halbwegs in die Zeitlinie reinpassen könnte. Und es scheint mit reinzupassen. Sogar auf Wikipedia steht es schon. So ungefähr. Und geht es dann weiter mit den Niagara-Wasserfällen vom Tesla. Aber vorher faszinierend. Und es hat mich ja sowieso schon gewundert. Ich habe da mal eines Tages ein Radiomuseum besucht. Ich glaube, das soll Deutschlands ältestes Radiomuseum sein, wo die ältesten Radios hier überhaupt rumstehen. Und der Betreiber von diesem Radiomuseum ist auch schon ein älterer Herr. Und als ich den nach Nikola Tesla gefragt habe, da hat er gesagt, den Namen hat er noch nie gehört. Komisch. Extrem komisch. Na gut, machen wir mal weiter. Jedenfalls, er läuft, er funktioniert. Und was da jetzt funktioniert, möchte ich nochmal hier im Detail darstellen. Als Quelle dienen diese drei Akkus hier. Und diese drei Akkus sind alle in Reihe geschalten und hängen an diesem Dünnschicht Solarpanel. Was so 70, 80 Volt ungefähr bringt, ist jetzt Richtung Osten ausgelegt. Also hier hinten, da hinten geht immer die Sonne auf. Jetzt haben wir es schon Nachmittag um 2, das heißt die Sonne ist irgendwo da hinten. Das bekommt jetzt nur noch reinen Himmel ab sozusagen. Aber ihr kennt es ja von Dünnschicht Solar, auch der Himmel reicht aus, damit er ordentlich geladen wird. Die Akkus sind jetzt jeweils bei 13,3 Volt ungefähr. Also sind wir hier bei 39 Volt bei den Akkus. Das Faszinierende jetzt, das erste Faszinierende jetzt dabei ist schon, dass unser Bedini-Motor, also ihr seht es, hier gehe ich mit Dioden raus. Also der Akkupack ist jetzt so angeklemmt, dass eine Diode den Strom nur in eine Richtung rauslässt. Das heißt, hier kann von der Bedini-Seite her kann kein Strom in den Akku rein. Nur vom Solarpanel kann hier Strom in den Akku rein. Aber unser Bedini-Motor läuft jetzt hier mit 44 Volt. Das heißt, irgendwie sind jetzt 5 Volt mehr im Strang vom Bedini-Motor, als in den Akkus eigentlich ist. Das ist schon mal das erste Verblüffende. So, dann fährt er mit ungefähr 30 mA. Hat auch Stromaufnahme. Und hier hinten ist der Eingangskondensator. 2500 Mikrofarad bei 40 Volt. Und dann ist das ein Hans im Glück Bedini.
praktisch vier Spulen sind Hans im Glück und vier Spulen sind Generatorspulen. Und bei den Generatorspulen habe ich dann einfach den Back-EMF noch rausgefunden und habe es zusammen mit dem Bedini-Output auf den Gesamtoutput gehauen. Hier unten, ihr seht schon, die Neon-Klimmlampe ist jetzt bei über 100 Volt und der Gesamtoutput geht jetzt hier runter auf so einen 250 Volt 10.000 Mikrofarad-Kondensator. Das ist eigentlich der ganze Trick dabei und die Triggerstrecke vom Bedini ist nochmal mit einem Reed-Switch ausgeführt worden. Deshalb hier die Scheibe vorn drauf. Hier sind vier Magneten auf der Scheibe und an der richtigen Stelle positioniert ist er dann noch effizienter, als wenn man die reine Transistorschaltung nehmen würde, weil die schwingt dann ein bisschen, die Transistorschaltung. Wir wollen es richtig hart haben, ne? Da haben wir weniger Input und mehr Output. Ja, und von diesem Kondensator aus geht es dann in die Robotron-Bank. Das sind, ich weiß nicht, ob ihr es etwas sehen könnt, das sind ein Haufen Kristallakkus, Original Lead Crystal Akkus, 28 Amperestunden, 12 Volt und 4 in Reihe. Die werden damit geladen. Und auch das neue Pony, was ich dazu geteilt bekam, wird geladen. Na, das funktioniert. So Leute, Husa, nicht durchdrehen, weil das läuft nicht alleine von dem Bedini-Motor. Also Bedini-Motor ist es, wisst ihr ja. Sondern hauptsächlich läuft es schon von Solarpanels. Ich habe hier einen Haufen Solarpanels und die Solarpanels gehen auch alle in den Kondensator. Das heißt, der Bedini-Motor unterstützt jetzt lediglich meine Solarpanels und mehr macht der momentan hier nicht. Aber richtig lustig wird's nachts. Ja, Moment, halt, wenn der jetzt hier bei 44, knapp 45 Volt ist, wie geht denn das? Wie geht denn das? Weil das ist ja nur ein 40 Volt Kondensator am Eingang. Krass. Also 4 Volt mehr, als der Kondensator eigentlich verträgt. So, es ist Abend. Jetzt haben wir noch ganze 370 Lux. Jetzt sind wir auf dem ersten Messbereich hier. Also nicht mehr los hier. Feierst du mich, ja? Cool. Also am Himmel ist nichts mehr los sozusagen. Mal gucken, was wir hier sagen. Hier ist aus. Ist das jetzt immer aus? Hallo? Was ist er denn? Hier ist er. Du hast ein Organ, Kollege. Ja. Guten Tag. Alles fit? Ja. Oh, gibt ja Kleiessen. Gibt Kleiessen. Sieht's aus mit den Zecken. Und jetzt wieder. Das ist ein Grind, ne? Das ist ein Grind. Gut. Also eine Sache. Freigängerkatze. Ja, das Bike muss laden. Jetzt haben wir es verpasst.
haben wir es verpasst. Und jetzt wieder aus. Es blinkt noch kurz. Also geht doch. Ein bisschen geht's. Ab und zu schaltet's an. Ja, besser als nix, oder? Ja. Ja. Na, ja, geht doch. Gut. Es dauert jetzt wieder 2-3 Minuten. Dann geht das Spektakel dann wieder los, sozusagen. Und das alles mit dem kleinen Bedini-Motor. Ist das jetzt toll? Oder ist das eher Verarschung? Ja? Ja, ich finde es toll. Ja, guck mal, das sind 36 Volt. Das sind 36 Volt und 20 Milliampere. Und der Scooter hat 5 mal 12 Volt 20 Ampere Stunden Zellen. Ja, kann man sich doch ausrechnen. Okay, na dann. Gucken wir nochmal auf. Jo, und so sehen die dazugehörigen Akkus aus. Also die RMF-Charge, die jetzt eigentlich hier am Solarpanel hängen, wo jetzt noch ganze 371 Lux drauf kommen auf dieses Solarpanel, also nicht, die schwingen irgendwie schön hin und her und halten die Quellakkus hier relativ fit. Wir sind immer noch bei 20 mA Stromaufnahme und 36 Volt. Jetzt haben wir hier die richtigen Volt. Eddie, was macht die Kunst? Alles fit bei dir. Ja? Guck mal, ob das was wird hier. Mal schauen. Aber so, ne, 36 Volt mal 20 Milliampere. Habe ich immer nicht ausgerechnet, wie viel es ist. So, und dann so jede Minute geht dann mal so für ein paar Sekunden das richtige Ladegerät an. Ich weiß jetzt nicht, ist das toll oder ist das, kriegt man das anders auch hin irgendwie? Ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Und so hier ist der grobe Schaltplan, also der grobe Wickelplan davon. Ihr habt ja gesehen, diese Lüfter, die haben 8 Statoren. Und da habe ich es jetzt so gelöst, dass ich jeden zweiten Stator mit einer Bedini-Wicklung bewickelt habe. Also diese
Das ist Bedini, das ist Bedini, das ist Bedini, das ist Bedini. Und da habe ich Hans im Glück Wicklung genommen. Verlinke ich nochmal hier unten, wie man Hans im Glück wickelt. Eigentlich fängt man hier an, wickelt hier rechts rum, geht dann direkt auf den nächsten Starter gegenüber, wickelt hier auch rechts rum. Dann geht man rüber, wickelt hier auch rechts rum und dann wickelt man hier rüber und wickelt hier auch rechts rum. Ne, dadurch wir hier 8 Statoren haben, können wir hier immer rechts rum wickeln. Und die Generatorspulen habe ich dann auch. Beim Generatorspulen ist eigentlich wurscht, wie rum er wickelt. Hauptsache er wickelt sie immer gleich rum, ne, alle 4. Die roten sind dann die Generatorspulen. Und die habe ich mit, ach hier habe ich es hingeschrieben, also beim Bedini habe ich 233 Windungen drauf gekriegt mit 0,15er und 0,9er Draht. Und beim Generator, bei den Generatorwindungen habe ich 333 Windungen drauf gekriegt, nur mit 0,15er. Da habe ich hier erst vergessen hinzuschreiben, merkt es euch mal. Also hier kommen 333 Windungen drauf. Also so viel hätte draufpassen, bei mir haben so viel draufgepasst. Müsst mal gucken, welchen Lüfter ihr dann erwischt. Und demzufolge, ich hätte auch alle in Reihe nehmen können, die Generatorspulen. Hätte ich dann praktisch 666 Windungen und nochmal 666 Windungen in Reihe. Aber da habe ich gedacht, da kriegst du ja ganz schön viel Extremspannung raus. Also habe ich die mal lieber parallel geschalten. Die Seite habe ich parallel geschalten, die Seite habe ich parallel geschalten. Und die Anfänge und die Enden dann praktisch zusammengenommen. Und wie ihr von der dritten Wicklung wisst, muss man da dann noch den Back-EMF rausfinden. Das heißt, man tut dann irgendwie eine Diode in einen Strang, hängt einen Kondensator ran, so dass die Diode dann halt an der richtigen Plusseite des Kondensators ist und misst die Zeit oder guckt, wie hoch der Kondensator geht und dann dreht man die Diode rum oder macht die Diode in einen anderen Strang rein sozusagen und so kann man praktisch rausfinden, wo der Back-EMF rauskommt. Ja, weil nur den Back-EMF wollen wir hier ziehen. Wir wollen hier nichts mit einem Brückengleichrichter gleichrichten. Also ich möchte es jedenfalls nicht. Ich möchte hier nur einen Back-EMF rausziehen, dass wirklich nur, wenn der Strom abfällt, der Strom rausgeleitet wird und nicht, wenn sich die Spulen aufladen. Ja. Der Read-Switch ist folgendermaßen eigentlich verbaut. Ne? Wenn er hier, das ist euer Transistor, hier an der Seite kommt die Triggerstrecke ran, da bin ich mit einem 800 Ohm Widerstand rangegangen, dann habe ich einen 200 Kilo Ohm Potentiometer in Reihe gemacht und da danach in Reihe kommt praktisch dieser Read Switch, den ihr dann mit diesen Magneten unterbrecht, mit dieser Scheibe, was ihr vorhin gesehen habt. Na und vom Read Switch aus geht es dann in den normalen Triggerdraht vom Bedini. Ja, und das ist eigentlich der ganze Hokuspokus dahinter. Aus meiner Sicht, was ich bisher recherchiert, erfahren und praktisch erprobt habe. So, von daher, ich wünsche euch was, haltet die Ohren weiter steif, seid weiter wachsam. Bis bald.